Frau Müller, Sie haben eine sehr beeindruckende Autobiografie geschrieben mit dem Titel Phönix Tochter. Sie schildern darin unter anderem Ihre Kindheit als fünftes Kind einer vietnamesischen Mutter und eines französischen Vaters unter sehr besonderen Verhältnissen. Was hat Sie dazu bewogen, dieses Buch zu schreiben? Also bewogen, das ist eine lange Geschichte. Erstmal inhaltlich, worum es geht. Mein Werdegang ist, schätze ich, besonders. Zuerst bedingt durch meine Herkunft. Meine Mutter stammte, wie gesagt, aus Vietnam und flüchtete nach Frankreich in den 50er Jahren. Mein Vater ist Franzose und ich bin in Frankreich geboren unter diesen Bedingungen und lebte unter ärmlichen Verhältnissen. Und wurde als Kind zuerst ausgegrenzt wegen der Herkunft meiner Mutter. Kam dann die Armut hinzu, das erschwerte die ganze Entwicklung des Kindes in mir. Und später kam noch der 9-jährige sexuelle Missbrauch durch den eigenen Vater, also innerhalb der Familie. Das war natürlich auch eine große Prüfung in meinem Leben, die ich zu überwinden hatte und ein Problem, das ich zu lösen hatte. Und dieser Werdegang, was aus mir geworden ist und wie ich daraus gekommen bin, das beschreibe ich in dieser Autobiografie. Was war denn Ihre Motivation, dieses Buch zu schreiben? War das eine Art Therapie für Sie oder wollten Sie Menschen, anderen Menschen, die Ähnliches erlebt haben, etwas mit auf den Weg geben aufgrund Ihrer Erfahrungen? Also es war keineswegs eine Therapie. Es war also eine Tatsache, dass ich sehr vieles in mir getragen habe, sehr viel Erfahrung, trotz der jungen Jahre, in mir getragen habe. Das wollte ich mitteilen. Ich denke, das ist wertvoll, wertvoll, das weiterzugeben, denn ich bin schließlich nicht die Einzige, die so etwas erlebt hat. Und es ist wirklich in jeder Lebenssituation, zu jeder Zeit, egal wo man sich befindet auf Erden, eine gute Hilfe, denke ich, dass die Menschen wissen, aha, guck mal, diese Person hat das und das erlebt, sie ist da rausgekommen, sie ist erfolgreich und heute glücklich. Wie hat sie das gemacht? Sie haben für Ihr Buch Phönix Tochter ja auch sehr viele Autorenlesungen gehalten. Wie war denn da die Reaktion des Publikums? Was sagen Menschen, wenn sie ein doch sehr tabuisiertes Thema ansprechen? Ja, also ich habe in der Tat 150 Mal in den letzten 3,5 Jahren gelesen in 8 Bundesländern. Die Reaktionen waren gemischt. Ich würde sagen, die Reaktionen in meinem privaten Umfeld waren für mich überraschend. Also zu 90% oder 95% würde ich sagen, waren sie positiv. Die Menschen im Dorf zum Beispiel haben mich angesprochen, haben gesagt, Frau Müller, wir haben nicht gewusst, was sie durchgemacht haben. Jetzt sehen wir sie in ein anderes Licht. Also ich habe nicht gewagt zu fragen, wie haben sie mich denn früher gesehen? Ja? Ich hoffe, ja, dass das Licht gut war. Aber das war positiv. In meinem sehr nahen Umfeld war das auch sehr positiv. Man hat mir gesagt, du bist mutig, du kannst stolz auf deine Leistung sein. Allerdings gab es diese 5% nahe Freunde, also Menschen, die ich als meine Freunde bezeichnete, inzwischen nicht mehr. Sie haben richtig schockiert reagiert und mich fast angegriffen, beschuldigt, dass ich so intime Themen in die Öffentlichkeit bringe. Sie haben mir gesagt, du hast doch alles. Warum tust du das? Du hast Kinder, du hast einen Mann, der ist bekannt hier in der Gegend als Unternehmer. Schämst du dich nicht? So in der Art. Und das hat mich überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass die Menschen sich so schämen oder schämen müssen, bloß weil sie so eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Wiederum, die Erfahrung, die ich gemacht habe bei den 150 Lesungen, waren jedes Mal immer wieder unterschiedlich und sehr positiv. Da habe ich gemerkt, obwohl ich manchmal selbst Zweifel hatte, ob es gut ist, überhaupt da zu touren durch ganz Deutschland und immer wieder dieselben Stellen zu lesen und immer wieder auf dieselben Dinge hinzuweisen, ob es gut ist. Aber jedes Mal habe ich so viel Dankbarkeit erfahren, so viel Neugierde, aber vor allem die Dankbarkeit, dass jemand endlich den Mund aufmacht und jemand endlich sagt, wie die Täter ticken und wie das Umfeld tickt und was die Gesellschaft falsch macht.
Haben Sie nach der Veröffentlichung Ihres Buches auch andere Menschen angesprochen und ihnen konkrete eigene Lebensgeschichten erzählt, wo Sie vielleicht dann gemerkt haben, das war wirklich der richtige Weg, dieses Buch zu veröffentlichen? Ja, also fast jedes Mal, also bei jeder Lesung gab es Fans, die auf mich gewartet haben und mir ihr Schicksal geschildert haben. Aber es gibt eine besondere Erfahrung, die mich sehr berührt hat und die mir gezeigt hat, dass es richtig ist, dass ich das, was ich mache. Und zwar war das im ersten Jahr, als das Buch im März erschienen war, im Jahr 2009. Da befand ich mich im Sommer auf einer Veranstaltung, auf ein Autorennen, da wurde ich eingeladen. Und da gab es einen Mann in Anzug, adrett, der auf mich zukam und er sprach mich an und sagte mir, ja, Frau Müller, sind Sie die Frau Müller? Die Schriftstellerin Frau Müller, habe ich gesagt, ja. Ich habe Ihr Buch gelesen. Und dann habe ich gedacht, hat Ihre Frau vielleicht das Buch gekauft und Sie haben es auf der Toilette gelesen, wie es üblich ist? Da wurde er wirklich ernst und sagte, nein, ich habe recherchiert über das Thema, weil es mich interessiert, dürfte ich mit Ihnen sprechen. Und dann habe ich gemerkt, ups, das war ein kleines Fauxpas, aber okay, gehen wir mal um die Ecke und reden miteinander. Und da hat mir dieser junge Mann sein Schicksal geschildert. Es war etwas ganz Schlimmes. Also er war verheiratet und hatte eine kleine Tochter, die im Alter von 2 Jahren vergewaltigt wurde vom 11-jährigen Cousin. Und die Tochter befand sich in Therapie, also es war Jahre her. Die Mutter ist gut klargekommen, in Anführungsstriche. Sie konnte es verkraften. Aber er als Vater hatte ein Riesenproblem damit. Er hat wirklich gezweifelt, ob es wirklich machbar ist, darüber zu kommen. Und dann sagte er mir etwas, was mich trug, monatelang oder sogar jahrelang. Er sagte mir, Frau Müller, heute sehe ich Sie und ich weiß, Sie haben das Martyrium 9 Jahre lang erlebt. Meine Tochter hat es einmal erlebt, aber Sie 9 Jahre lang. Heute sehe ich Sie zufällig auf dieser Veranstaltung. Eine Frau, die mit beiden Füßen im Leben steht, die strahlt, die glückt, strahlt. Und jetzt weiß ich, dass meine Tochter es schaffen wird. Und diese Worte, also die waren für mich so schön, weil ich gedacht habe, siehst du, auch wenn du einen einzigen Menschen geholfen hast, hast du es geschafft. Das war sinnvoll, das zu tun. Also dieser Mann ging nach Hause glücklich und mit der Hoffnung, mit dieser großen Hoffnung, die er selbst ausstrahlt für seine Tochter. Ich bin sicher, die Tochter packt es auch. Sie schreiben in Ihrer Biografie auch sehr viel über das Leben und über die Art Ihrer Mutter, die wohl ein sehr außergewöhnlicher Mensch gewesen sein muss. Wie haben Sie denn recherchiert? Sind Sie selber nach Vietnam, um die Orte zu sehen, wo Ihre Mutter ihr Leben verbracht hat? Also es ist so, meine Mutter hat mir über Jahre hinweg ihre Lebensgeschichte geschildert und als Erwachsene habe ich dann die Möglichkeit genommen, mit meiner Mutter zusammen nach Vietnam zu reisen, um diese Städte, diese Orte ihrer Kindheit, ihrer Jugend zu besuchen. Es ist so, ihre Biografie, das wird das nächste Buch sein, ist vermischt, also sehr vermischt mit meiner eigenen Autobiografie. Das ist der Grund, warum ich zuerst erklären musste, woher ich komme. Denn wenn man nicht versteht, wie Asiaten ticken, wie sie leben und woran sie glauben, kann man meine eigene Lebensgeschichte nicht verstehen. Ja, also ich habe diese Orte besucht und ich habe über Jahre hinweg mit meiner Mutter darüber gesprochen. Ich habe alles niedergeschrieben und dann verfasst, als es soweit war. Wenn Sie von Glauben sprechen, die Spiritualität spielt in Ihrem Buch ja immer wieder auch eine große Rolle. Was ist denn die wichtigste Botschaft, die Sie von Ihrer Mutter mit auf den Weg bekommen haben? Freiheit, damit meine ich die Freiheit des Menschen und die Freiheit des Denkens. Freigeist, das ist das Entscheidende. Jeder Mensch hat einen Kopf bekommen. Jeder Mensch kann selbst darüber nachdenken, was man ihm erzählt. Jeder Mensch ist in der Lage, die Dinge zu beobachten auf Erden und sollte dann entscheiden, was ist gut, was ist schlecht, was ist gut und böse, was darf ich machen, was soll ich machen, was kann ich ändern, wohin bewege ich mich. Das ist das Wichtigste, diese Freiheit, uneingeschränkte Freiheit.
War das nicht ein extremer Widerspruch, einerseits von der Mutter im Sinne eines Freigeistes erzogen zu werden, auf der anderen Seite eine ganz extreme Form der Abhängigkeit zu erleben? Wie sind Sie mit diesem Widerspruch zurechtgekommen? Also man kann sich verstellen, ganz einfach. Sobald ich mein Zuhause verlassen habe, war ich ein anderes Kind. Ja, ich habe mich angepasst, um nicht aufzufallen, um akzeptiert zu werden. Ja, also auch weil wir ausgegrenzt wurden, auch weil wir keine guten Klamotten getragen haben, hatten wir ein starkes Bedürfnis, akzeptiert zu werden. Deswegen haben wir uns sehr angepasst. Ja, das stimmt. Aber sobald ich wieder für mich alleine war, habe ich natürlich meine eigene Welt gehabt. Und meine Grundsätze, meine Prinzipien konnte ich für mich selbst entwickeln. Und da hat mich niemand gezwungen, irgendetwas anzunehmen oder so. Ich fand es sehr beeindruckend, wie Sie Ihren Vater schildern, vor allem wenn man weiß, was Sie erlebt haben. Sie schildern ihn fast wie eine Romanautorin mit einem Blick von außen, auch mit Verständnis für seine eigene persönliche Entwicklung. Wie ist denn jetzt das Verhältnis zu Ihrem Vater? Haben Sie noch Kontakt? Also Kontakt gibt es nicht mehr seit Erscheinen des Buches. Wenn ich an ihn denke, hoffe ich für ihn, dass er seine innere Ruhe findet. Die hat er nicht, glaube ich. Also es ist klar, dieser Abstand war für mich sehr wichtig. Es war ein Teil oder ein Prozess der Heilung. Ich musste damit abschließen, das ganze Teil abschneiden und sagen, es ist vorbei. Und ich wollte auch auf der anderen Seite verstehen, was kann einen naiven, träumerischen Menschen zu so einer Bestie oder zu so einem Ungeheuer machen? Warum ist er so geworden? Das ist für mich wichtig, es zu verstehen. Ich will ihn nicht entschuldigen. Es gibt keine Entschuldigung, denn schließlich ist jeder verantwortlich für das, was er tut. Jede Handlung hat eine Konsequenz. Aber trotzdem wollte ich das verstehen. Und die Beziehung zu ihm, wenn ich an ihn denke, ich bete für ihn, ich hoffe für ihn, dass er diese innere Ruhe findet und dass er versteht, dass ich ihn auch verziehen habe. Das ist auch ein Teil seines Prozesses. Ich weiß nicht, ob er so weit ist. Was in Ihrem Buch, in Ihren Schilderungen immer wieder durchschimmert, ist der Eindruck, Sie wurden vom Leben geführt. Sie sind also wohl jemand, der nicht an Zufälle glaubt. Das stimmt. Wir werden alle geführt. Ich glaube nicht an Zufall. Wirklich nicht. Da habe ich zu viele Erfahrungen gemacht in meinem Leben, die mich mit Gewalt davon überzeugt haben. Und ich glaube, dass wir ein Gemisch sind aus Sehnsüchten, Gedanken, Fragen. Und da alles eine Wirkung hat, sogar unsere Gedanken und unsere Worte haben eine Auswirkung. Sie sollten sich das so vorstellen, wie ich denke. Jeder Gedanke von mir ruft etwas herbei. Jeder Wunsch ruft etwas herbei. Jedes Gebet ruft etwas herbei. Also ich glaube wirklich, dass sich die Dinge im Leben zusammenfügen. Deshalb achte ich sehr auf die Hygiene des Geistes. Das kann man vielleicht so nennen. Wenn man einen gesunden Geist hat und diese Hygiene pflegt, ist die Welt viel schöner. Und wenn man sich manchmal verloren fühlt durch Schicksalsschläge, weil man aus dem Gleichgewicht, aus irgendeinem Grund auch immer, weil wir leben schließlich in einer Gesellschaft, ich bin nicht alleine als Eremit im Wald irgendwo versteckt, sondern ich lebe mit anderen Menschen zusammen. Es kann sein, dass diese Menschen nicht so ganz ticken wie ich oder dass irgendetwas passiert, was dieses Gleichgewicht ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringt. Dann sollte man darauf achten, ganz bewusst, dass man diese Gedanken steuert und diese Wünsche steuert und diese Haltung zum Leben, diese Weltanschauung steuert, denn sie beeinflusst wiederum die Zukunft. Das sind jetzt Gedanken, mit denen Sie sich wahrscheinlich eher auf einer weltanschaulichen Insel bewegen. Unsere heutige Gesellschaft ist ja insgesamt, wenigstens im Westen, eher von materialistischen, vielleicht auch atheistischen Gedanken geprägt. Wie sehen Sie denn insgesamt die Entwicklung in unserer Gesellschaft? Also ich denke, es gibt sehr viele andere Kulturen, zum Beispiel die Aborigines haben da sehr viel Tiefe für mich. Und andere asiatische Kulturen, die auch spirituell oder auch so ticken wie ich, so spirituell veranlagt sind wie ich. Auf der einen Seite bedauere ich das, dass es zu wenige Menschen sind, die so
denken oder die sich diese Gedanken machen. Allerdings bin ich überzeugt, dass es auch Menschen wie mich gibt hier überall. Und ich finde immer wieder Gleichgesinnte. Und es ist sehr, sehr schön, denn der Austausch mit Gleichgesinnten ist sehr, sehr intensiv und vertieft noch die Fragen und wirft neue Fragen auf. Und das ist die Bereicherung. Und ich denke, das, was ich bewirken kann, ist, meine Gedanken niederzuschreiben. Ich habe eine Gabe, Dinge zu schreiben. Ich spüre die Worte, ich spüre das Gleichgewicht in den Sätzen, ich spüre die Emotionen und ich weiß, dass ich diese Emotionen gut reinpacken kann in Worten. Und meine Aufgabe, so sehe ich das, ist, diese Texte weiterzugeben, damit sie gelesen werden, damit die Menschen darüber reflektieren und sagen, ups, interessanter Gedanke. Und natürlich wäre mein Wunsch, vor vielen Menschen zu sprechen und diesen Menschen meine Gedanken mitzuteilen. Ja, das ist ein Wunsch. Ob es da eines Tages dazu kommt, weiß ich nicht. Aber ja, also auf der einen Seite stimmt es mich ein bisschen traurig, dass es so wenige Menschen sind, weil dann braucht man sich nicht wundern, warum die Welt so verrückt spielt, dass es so viele Kriege gibt, so viele Machtspiele, dass es so diese Spirale der Negativität gibt. Ich wundere mich nicht, ich sage immer, Haus gebacken. Ne? Wiederum wünsche ich mir und ich hoffe und ich habe immer noch die Hoffnung. Und solange Hoffnung lebt, ist es auch sehr gut, denn es kann auch gut, sich sehr gut entwickeln, dass Menschen wie mich und andere Menschen, die positiv denken und diese Liebe austragen, dass sie aus dieser Welt eine bessere Welt machen können. In Ihrem Buch findet man einige sehr beeindruckende Wegweisungen. Zum Beispiel den Satz, eine Zukunft bietet sich erst an, wenn man sie selbst in die Hand nimmt. Oder aus jedem Stein, den sie uns vor die Füße werfen, werden wir unseren Weg bauen. Gibt es so etwas wie eine Kernbotschaft, die Sie mit Ihrem Buch vermitteln wollen? Ja, dass man sein Leben eigentlich selbst in die Hand hat. Es ist nicht gerecht und nicht fair, die Schuld zuzuweisen auf die Gesellschaft oder aufzuwälzen auf die Gesellschaft. Ich finde es nicht richtig. Jeder Mensch ist dafür verantwortlich, für sein Leben. So hart es auch klingen mag, man wird mir bestimmt entgegenbringen, ja, aber Kinder, die in Armut geboren sind oder Kinder, die da unter schlechten Bedingungen aufwachsen oder Familien, die nichts dafür können, bla bla bla, ja, man kann für vieles nichts, aber man kann daraus lernen und man sollte diesen Kraftakt bewältigen und anpacken und sagen, sie hat es geschafft, also schaffe ich das auch. Ich bin ein ganz normaler, bescheidener Mensch. Ich habe wirklich mit nichts außer mein Wissen im Kopf und den Willen, den Mut, habe ich es geschafft, etwas aus meinem Leben zu machen. Und deswegen, natürlich ist es ungerecht. Und der Beginn eines Lebens urteilt schon oder ist schon entscheidend. Ich meine, ein Kind, was in Afrika, in der Steppe oder in der Wüste, ohne Wasser geboren wird, hat natürlich ganz andere Entwicklungschancen wie ein Kind, das hier in der Privatklinik unter privaten Betreuung geboren wird. Das ist mir klar. Aber trotzdem, man sollte sich, wir als Erwachsene sollten als Vorbild leben. Als Vorbild. Wir sollten es diesen Menschen zeigen, dass man aus Schlechtem Gutes machen kann. Das ist das, was ich vermittle. Was sind denn Ihre nächsten Projekte? Ich habe gehört, Sie schreiben an einer Biografie über Ihre Mutter. Wann ist damit zu rechnen? Ja, da brauche ich viel Glück. Glück braucht jeder Mensch im Leben. Die Biografie ist fertig. Sie liegt bei mir auf dem Tisch. Ich habe sie jetzt einigen Frauenverlagen angeboten. Ich habe noch keine Antwort bekommen. Ja, das ist mein Projekt für dieses Jahr, dieses Buch zu veröffentlichen, damit diese Geschichte, diese vorbildliche Geschichte erneut unter den Menschen kommt. Und das ist mein Anliegen, mein Herzenswunsch. Damit werde ich auch sicherlich ein weiteres Projekt anpacken können, aber erst
nach der Veröffentlichung des Buches. Und zwar wird es der Bau einer Schule sein. Ich möchte so eine Art Stipendium ins Leben rufen, denn meine Mutter durfte ihr Leben lang keine Schule besuchen. Deshalb hat sie uns immer gesagt, Bildung ist ein Privileg, vergiss das nie. Und das ist der Grund, warum ich später in Vietnam eine Schule für Mädchen gründen möchte, also schenken möchte. Und wie ich das kombiniere mit dem Buch meiner Mutter, das weiß ich noch nicht. Wie gesagt, ich habe das Ziel vor Augen und ich glaube an das, was ich sage. Und sprich, was ich sage ist, ich habe eine Bestimmung, ich bin hier, meine Bestimmung wird mich finden. Ich bin auf der Suche nach ihr, aber sie wird mich finden. Also sprich, die Dinge werden sich sicherlich fügen und darauf freue ich mich. Da darf ich mich mitfreuen und Ihnen alles Glück dafür wünschen. Herzlichen Dank, Frau Müller, für dieses beeindruckende Gespräch. Danke. Gerne geschehen.